Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spin Tires Mudrunner und einer weiteren Challenge. Und zwar ist es jetzt diesmal Repair and Refuel. Und wir müssen, Trucks reparieren und betanken, indem wir andere Trucks benutzen. Und dann sollen wir noch Baumstämme zur, Dings da, Plankenmine, zum Sägewerk da transportieren. Und auf dem Weg sollen wir nicht über die Brücke fahren, die wahrscheinlich diese hier ist. Heißt, wir sollen durchs Wasser fahren. Wir sollen 10 Vögel mit unserem Horn erschrecken. Die Frage ist, ob insgesamt oder auf einen Streich. Und wir sollen ein Kürbis finden und zerstören. Und das machen wir doch einfach mal. Jawoll. Ich habe das Gefühl, wir sollen den hier auf alle Fälle betanken. Der hat nämlich nicht mehr wirklich viel. To deliver the logs you are carrying to the lumber mill, the current truck first needs to be refueled. Switch to a nearby truck. So, dann wollen wir mal den Truck changen zu dem B131, der natürlich kaputt ist. Dein aktueller Truck kann Sprit transportieren, ist aber komplett im Arsch und muss repariert werden. So, dann sollen wir wieder einen weiteren Truck zum weiteren Truck switchen, und zwar zu dem hier. Jetzt haben wir einen B96. Nee, Moment, doch, ja. Und sollen dann zur B31 fahren mit dem Reparierungskit. Hey. Ist aber süß. Und das machen wir doch mal gleich. Moment, ist das die Brücke wahrscheinlich, ne? Ich vermute mal, dass das hier die Brücke ist. Aber wir müssen ja eher hier vorne hin. Das passt dann ja auch wieder. Aber die dürfen wir nicht nutzen, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich darüber langsam. Aber ich vermute mal, dass es die Brücke ist, von der geredet wurde. Sind wir nochmal? Wir sind hier. Wir könnten natürlich hier rüberfahren. Ne? Ist egal. Wir brauchen halt, können ja so viel Schaden quasi machen, wie wir wollen. Also ist natürlich nicht hilfreich oder sinnvoll, aber theoretisch und praktisch auch. Müsste wahrscheinlich gleich nur auf der linken Seite sein. Ach, da. Ging ja schon da, ging aber ratzfatz. Und das ist definitiv eine Brücke, die wir nicht nutzen sollen. Das machen wir dann auch. Genauso, wie es befohlen wird. So. Aua. Wieder beim Baumschimpf. Da wir natürlich,
Da wir natürlich nicht, da ist noch, wollte ich sagen, ach ja, hier aussteigen und so weiter, nah dran und so. So, dann wollen wir mal. Ach so, wir müssen jetzt erstmal auffüllen, oder wie? Alles klar. Das heißt, wir fahren jetzt. Ach, der Wegpunkt wurde ja schon gesetzt. Super. Ja, zumindest zu Beginn die Schaden, wo es hier so matschig ist, dass wir dann gleich auf die Differentialspanne reinfangen. Ups. Da wollte ich hin. Also nicht da, sondern da hin. So. Ach, sind auch. Das war nochmal die Hupe. So auffüllen. So. Sehr schön. Dann können wir die Engine wieder starten. Naja, auf dem Weg können wir dann den Truck mit den Loks haben, dann auch nochmal ein paar Flüge schnell. Weil offenbar muss ich schnell erschrecken, es sind dann keine mehr da. Wahrscheinlicherweise, denn wir haben sie ja verjagt. Das hier nochmal hier vorne machen, da haben wir noch nicht, weil da wusste ich noch nicht, wo das sitzt, die Taste. Aber offenbar machen wir ja den Rest mal auf dem Weg. So, und dann können wir den Truck wechseln und zum Sägewerk heißt, wir müssen erstmal nach hier, um dann nach dort und ja, von dort aus wäre wahrscheinlich das Beste, ja, dass wir dann halt den Weg hier, den normalen Weg, sag ich jetzt mal, fahren. Ja. Verdammt! Hier ist mal derselbe Mist. Wir müssen aber immer noch einen Kürbis finden. Guck mal, was haben wir schon? So haben wir noch nicht. Das machen wir später, wenn wir da rüber sind. Da kommen wir nochmal ein paar Flöhe erschrecken. Aber das machen wir ja auch nur, weil das die Mission so befiehlt. Oh je, Mini.
Gut, Scheibe ab, also haben wir die Kurve bekommen. Und ab durchs Wasser. Das ist doch super. Ich freue mich, dass es so klappt. So, jetzt müssen wir auch nicht mehr hupen, jetzt haben wir alle Flöhe erschreckt. Haben wir das schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch... geht's wirklich hier lang? Ja, Tatsache. Jetzt müssen wir nur noch ankommen, oder? Ne, wir müssen noch... Ich habe immer noch nicht auf Kürbisse geachtet. Unerhört. Hab ich bestimmt verpasst. Schon lange. Ich hoffe, wir sind orange. Das haben wir nur gut gesehen. Haben wir genau das natürlich nicht gefunden. Ja gut. 2 von 3 ist auch in Ordnung. Ich ja auch nur ein Kürbis. Ja, wir könnten ja noch weiter rumfahren und gucken. Aber nee. 2 von 3 ist auch gut, würde ich sagen. Finde ich auch irgendwann nochmal. Dann steht da irgendwann auch nochmal, sind da auch Streichsterne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin Francesco, an der Seilenspinner. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.